Moin Moin meine Freunde, damit ein herzlichstes Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu LS17. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, was es nochmal für ein Spiel ist. Oh Mann, ist das peinlich. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017 und herzlich willkommen ebenfalls auf der Borscher 2017 Map, also auf der Borscher Map vom FSM-Team. Die machen eine klasse Arbeit. Ich muss da nur vom LS15er die Ackendorf erwähnen. Oder auch vom LS17er, die, ich glaube, Auenbach heißt sie, die erste, sozusagen die Testmap. Und wir befinden uns jetzt auf der Borscher See, die ist jetzt seit 2 Wochen nach dem Contest, so in dem Dreh rum, bei 100%, ich weiß nicht mehr, rausgekommen. Und das ist allerdings jetzt schon die Version 1.1, denn es gab mit der Version 1.0 ein paar Probleme und diese Probleme waren wahrscheinlich Bugs oder sowas. Also ich weiß es jetzt nicht 100%, was genau das Problem war. Aber jedenfalls gibt es jetzt hier. Und es gab dann auch noch ein Problem mit dem mit einem Modmacher, worauf ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Was wir jetzt hier haben, ist die Borscher See. Und wir switchen jetzt mal ganz kurz. Also wir sind jetzt auch nicht in der Story drin oder sowas, sondern ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Map, beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen auf diese Map. So, wir haben folgendes Szenario. Wir haben hier eine wunderbare schöne Karte. Wir sind aktuell mit 2 Feldern nur da, das heißt einmal mit dem Feld 9 und mit dem Feld 1. Mehr haben wir derzeit nicht. Unser Fuhrpark besteht derzeit aus diesen 2 Fahrzeugen, mehr nicht. Und bei der Version 1.0 war es eigentlich so, dass man dann hingehen konnte und hier den Anhänger bzw. den Wohnwagen verkauft hat. Na? Das Ding ist, es gab ein Problem und ich vermute, ich habe mir jetzt die ganzen Patch-Notes nicht ganz hundertprozentig durchgelesen und ich vermute, dass das jetzt weg ist und man dies eben nicht mehr verkaufen muss. Was wiederum wahrscheinlich auch heißen wird, dass zumindest bis auf Weiteres, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich man den anderen Hof auch nicht mehr vergrößern muss. Im Sinne von, ich kaufe mir den frei. Kann das sein? Ne, er ist frei schon hier. Also, okay, sie haben das dann komplett rausgenommen. Dann hat jetzt den Hof sozusagen sofort. Ist sehr, sehr schade. Dafür können die Entwickler nichts. Ja, muss ich einfach mal dazu sagen, FSM-Team kann dafür gar nichts. Es ist sehr, sehr schade, dass das ja nicht mehr die alte Optik hat sozusagen jetzt. Finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass man sich da so querstellen muss. Aber ich kann es nicht ändern. Sie werden ihre Gründe haben. Und was haben wir hier alles vom Prinzip her? Wir haben hier natürlich verschiedene Wirtschaftskreisläufe wieder. Wir haben die Sägerei, wir haben Milchverkauf, wir haben hier unten, zack, den Hafen, wo man auch Verschiedenes machen kann, wo man gucken kann, opala. Muss die FPS mir gleich mal ein bisschen, zack, freier schalten. So, wir haben hier die Boote. Und das ist ja was, wo ich mich tierisch drauf gefreut habe. Man kann jetzt mit Schiffchen fahren. Das finde ich so mega geil, wenn ich das mal so sagen darf. Die Viking, Körnerfrüchte. Richtig geil. Muss ich echt sagen. Zack. Oh. Zack. So ist man auf dem Boot dann. Mega, mega geil. Finde ich wirklich genial. Und man kann sie auch richtig fahren. Das finde ich auch mal richtig cool noch zusätzlich. Den Zug, den kann man ebenfalls nutzen. Beide. Oh, der steht ein bisschen sehr nah. Ah, guck mal hier. So bis auf den Millimeter abgepasst. Krass. Sehr schön. So, und ja, was wir als erstes machen können, ist eigentlich erstmal nicht viel, sondern wir brauchen ja erstmal ein bisschen Geld, damit wir überhaupt irgendwas machen können. Und das ist natürlich das, ja, ein Kleinhof und die Schafe. Das ist natürlich ja, das große Problem. Schafe gibt es, glaube ich, jetzt aber noch nicht. Oder haben wir auch direkt von Anfang an Schafe? Nee, die haben wir nicht. Okay, hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn das der Fall gewesen wäre. Ja, wir haben halt nicht viel derzeit. Das heißt also, wir müssen jetzt erst einmal ein bisschen dran arbeiten, dass wir natürlich Kohle kriegen. Na du, was geht? Alles klar? Was denn da? Da ist doch nichts. Die Augen auf, da ist nichts. Dass wir ein bisschen Kohle bekommen, natürlich. Und das heißt für uns eigentlich im Endeffekt, wir müssen jetzt erst einmal, na? Ja, wir müssen erst einmal ein bisschen unterwegs sein,
und erst einmal Holz fällen. Das Ganze können wir natürlich hier machen. Das Ganze können wir am besten idealerweise ja im Holzviertel machen, das sprich im Forstbereich machen. Wir haben halt noch nichts, ne? Aber wir gehen jetzt auch nicht drauf ein, jetzt, wie man Geld macht, sondern ich will euch noch ein bisschen was zeigen. Und zwar, es gibt hier auch noch den. Ich weiß nicht, ist der freigeschaltet oder muss man den kaufen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also es gibt hier natürlich auch einen Stadtbereich. Zack. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz richtig. Nein, da bin ich nicht richtig. Ich bin falsch. Wenn wir jetzt mal in den Stadtbereich gehen, man hat hier auch die Funktion oder die Möglichkeit, Arbeiter einzustellen. Und man hat sie nicht nur, man muss sie auch nutzen. Und dann wird man ganz schnell feststellen, wenn man an manchen Gebieten ist, dass es dort sozusagen Bushaltestellen gibt. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Da vorne ist schon eine. Hier, das ist die 2 zum Beispiel. Hier. Sozusagen eine Bushaltestelle, eine Haltestelle Arbeiter City. Das heißt, wir müssen die Arbeiter dann an diesen Häusern sozusagen abholen und die Arbeiter dann auch an ihren Bestimmungsort bringen. Ist sehr, sehr cool. Muss ich echt sagen, ich finde das wirklich mega cool. Die Idee dahinter ist wirklich mega geil. Und ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und das kann man natürlich alles machen. Das muss ich jetzt nicht machen. Weil die Karte ist, wie gesagt, noch nicht vorbereitet. Für mich jetzt, sage ich mal. Da ist die Metzgerei. Was heißt vorbereitet? Vorbereitet heißt im Endeffekt, ich werde sie noch nicht in das Let's Play wahrscheinlich einbauen. Das wird sich noch zeigen. Also ich werde sie bestimmt einbauen, aber wie, weiß ich noch nicht so 100%. So. Da ist noch irgendwo eine Bushaltestelle, glaube ich. Ach, da. Ich bin vorbeigelaufen, ey. Lol. Ja, da ist noch eine. Und dafür gibt es auch ein spezielles Fahrzeug. Zack. Da muss ich mal ganz kurz schauen, wo das ist. Also ich habe hier auch ein paar Sachen schon installiert. Alles vom FSM-Team, Patra HKL, ITS Runner, das Fortune-Pack, der Unimog jetzt nicht, Klicksa-System und Holmer-Paket. Alles vom FSM-Team. Die machen wirklich geniale Arbeit. Müsst ihr mal unbedingt meiner Meinung nach vorbeischauen. Hier ist das Fan-Paket, habe ich auch mal installiert. Die machen wirklich eine super, super Arbeit. So, hier ist der Ford Transit Shuttle. Können wir jetzt auch in irgendeiner Farbe nutzen oder sowas. Ich kaufe den jetzt einfach mal. Zack, zack, zack. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den bekomme. Da ist er doch. So, und dann können wir mal ganz kurz. Zack. Mal ganz kurz. Druck zu niedrig. Der braucht Druck. Alles klar. Das ist doch kein LKW. Der braucht doch keinen Druck. Alles klar. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich hier rauskomme. Da komme ich nämlich nirgends raus. Ich komme wahrscheinlich da vorne raus. Ich will euch das nur mal ganz kurz zeigen, damit ihr einfach das auch mal gesehen habt, sozusagen. Zack. Please, open the door. Und das Hämmern, also man hört garantiert so ein bisschen das Gehämmere hier. Das tut mir leid. Aber... hier ist eine Baustelle in der Innenstadt. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass man das Gehämmere jetzt so ein bisschen hört. Also, dass ihr das hört. Tut mir, wie gesagt, wirklich sehr, sehr leid. So, Borscher See, wir sind unterwegs. Zack. Auch mit Lenkrad, wie man sieht. Also, ich habe das Lenkrad angeschlossen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich hin muss. Also, ich möchte euch das mit den Arbeitern halt mal ganz kurz zeigen. Ich muss genau in die andere Richtung. Ja. Servus. Was geht? Was geht, Junge? So, ja, und die Map ist auch die Map, auf die ich wirklich sehr, sehr lange gewartet habe, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe und wo ich mir halt gut vorstellen kann, sie auch zum Beispiel im Stream zu spielen, zum Beispiel aber auch wirklich in mein Story Let's Play einzubauen. Wie genau ich sie einbaue, das weiß ich halt leider noch nicht. Oh, ich bin so schnell. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, hier wirst du voll kontrolliert hier. Wie genau ich sie in die Story einbaue, das weiß ich derzeit noch nicht hundertprozentig. Gesundheit. Und das wird sich halt noch zeigen. Hier gibt es auch Blitzer. Da sieht man rechts. Und die sind aktiv. Also Achtung. Vorsicht. So, wir fahren jetzt mal nach links. Einfach zu der 2 da hinten. Ja, bei der Story
unserer Alice Story haben wir ja Verschiedenes. Das heißt, wir haben ja dort zum Beispiel auch Losberg, wir haben den Hof Bergmann und das alles. Und ich warte für den Biobetrieb, suche ich halt noch vielleicht eine Karte, vielleicht das wirklich auf Bio alles umzustellen. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich war jetzt eigentlich am Überlegen, mal irgendwie im Ausland noch einen Hof aufzumachen. Da bin ich mir noch nicht so 100% sicher, ob wir das machen werden. Ich habe da schon das ein oder andere vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, fährt er zurück? Nee, hat doch ein bisschen fährt er zurück. Ich habe das ein oder andere noch vorbereitet, aber ich weiß noch nicht 100%, ob ich das machen werde. Wird sich alles noch zeigen. Und die Borscher See ist halt wieder so eine schöne große Map, wo du halt viel, viel Arbeit hast. Und wo ich mir halt noch nicht so sicher bin, ob ich die in die Story einbaue. Ich meine, mit Curseplay könnte man da sehr, sehr gut arbeiten. Keine Frage. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Muss man mal schauen, was ich da genau machen werde. So, jetzt sind wir auf jeden Fall mal hier. Taste hier. Zack. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal an dieser Ladestelle. Man lädt die jetzt eigentlich, wenn ich mich recht entsinne. Hoppala. Ja, ich habe doch ein paar andere Sachen installiert. Man lädt die jetzt ganz normal ein. Zack. Wir starten die Befüllung sozusagen. Und wir haben jetzt Arbeitskräfte eingeladen. Das sind jetzt zwei Stück nur. Ist jetzt aber erstmal nicht so schlimm. So, und diese können wir jetzt zu einer Fabrik bringen. So, da ich mich jetzt hier immer noch nicht so wirklich auskenne, muss ich jetzt echt mal ein bisschen kurz schauen, wo ich drehen kann, idealerweise. So, ich würde sagen, wir drehen einfach hier so. Oh, super. Kamera ist ja klasse. Borscher See Shuttlebus. Also auch das müssen wir natürlich tun. Ich finde das wirklich so, so mega. Diese Idee, was dahinter steckt und auch FSM-Team. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Klasse Arbeit an das FSM-Team. Ihr habt wirklich super Arbeit wieder geleistet. Ich habe mir die Karte noch nicht richtig im Spielprinzip, im Spiel angeschaut, sage ich jetzt mal. Aber allein das, was ich schon gesehen habe, hat mich schon extremst begeistert. Deswegen kann ich einfach wirklich nur sagen, klasse, klasse Arbeit. So, Arbeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt gerade Arbeiter hinten drinne. Und wir bringen die jetzt mal einfach zu einer Fabrik. Wie gesagt, ich möchte euch das einfach nur mal ganz kurz zeigen. Und ich werde dann auch einen neuen Spielstand starten, wenn ich das ins LP reinbringe. Also in Story LP reinbringe. Ja, jetzt habe ich Geldstrafe zahlen müssen, weil ich zu schnell gefahren bin. 1942 Euro, das tut ordentlich weh. Und man sollte sich, glaube ich, es mehrmals überlegen, ob man wirklich so schnell fahren will. Hier. Denn das geht gut ins Geld. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo müssen Arbeiter hin? Müssen hier auch Arbeiter hin? Ne, hier ist der Händler, glaube ich. Genau, hier sind wir rausgefahren. Hier ist der Händler. Ach Gott, wo müssen denn Arbeiter hin? Ich würde sagen nach rechts. Wir fahren mal nach rechts. Da müssen bestimmt Arbeiter hin. Wenn ich das jetzt nicht auf Anhieb finde. Ja, hier sind freie Flächen, wo man dann zum Beispiel platzierbare Objekte hinstellen kann. Links und rechts gewesen gerade. Das konnte man alles auch kaufen. Ist halt jetzt aktuell zumindest. Alter, was geht da draußen ab, ey? Das hört man extrem. Das ist doch kacke, Mann. Leute, wartet mal ganz kurz. Mein Gott, ist das schlimm hier. Ja, jetzt habe ich das Fenster zugemacht, aber man hört es immer noch. Das ist doch Shit, Mann. Okay, wir fahren mal nach links. Ist doch blöd, ach, jetzt bin ich zu weit gefahren. Ach, Mann. Warte mal, die Brennerei, da kann ich bestimmt jemand abliefern. So, wir fahren mal ganz schnell hin. Ich hoffe, es ist nicht so extrem im Video dann. Ich würde es jetzt ungern abbrechen. Ich würde es jetzt halt schon gerne fertig machen. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt es nachsehen, wenn es zu laut sein sollte. Es tut mir wirklich mega leid. Aber die spinnen hier schon wieder. So, wir fahren jetzt einfach mal zur Brennerei hier rein. Zack. Jo, jetzt bin ich falsch gefahren. Geil. Ach Mensch, Lady. Was machst du denn? Nicht so schnell, Mann. So, wir können jetzt bei der Brennerei, wenn ich mich recht entsinne, auch Leute abladen. Ja, ich glaube an diesen Häuschen. Genau, immer an diesen Häuschen können wir Arbeiter abladen.
Okay, das ist jetzt die 1. Ich habe, glaube ich, an der 2 eingeladen. Das heißt wahrscheinlich, ich kann die hier gar nicht abladen. Vermute ich jetzt mal stark. Ich weiß es nicht hundertprozentig. So. Ja, ich kann die hier. Ah, doch, geht. Alles klar, geht. So, jetzt habe ich die Arbeiter hier abgeladen. Und das wiederum heißt, dass jetzt hier an dieser Stelle Arbeiter sozusagen sind. Und die jetzt sozusagen hier dann arbeiten werden. Die Brennerei hier übrigens ein sehr, sehr schönes Objekt. Wenn ihr die Karte habt, schaut sie euch unbedingt mal an. Es ist sehr, sehr schön gestaltet worden hier. Man kann da auch hochgehen, kann da von oben schauen. Wir können auch mal rüber ins andere Gebäude gehen. Auch dort alles sichtbar. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Holzstämme. Man kann hier Holzstämme reinlegen. Zack. Ich weiß nicht, ob man die richtig reinlegen kann selber oder ob man die einfach da vorne drauf triggern muss. Es ist so geil. Es ist echt, echt sehr, sehr schön. Riesenlob, auch wenn ich schon tausendmal gesagt habe, an das FSM-Team. Ein riesen, riesengroßes Lob. Kennt ihr jemanden von denen? Dann schreibt es den ruhig in die ins Forum. Ein riesengroßes Lob an das FSM-Team für diese Karte. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr begeistert. Und ich habe die Ackendorf schon geliebt. Leider viel zu spät mit der Ackendorf angefangen. Und dann kam schon LS17. Und jetzt auf die Borscher See wirklich extremst gewartet. Und deswegen, ich freue mich tierisch auch hier unterwegs zu sein. Und ich werde hier unterwegs sein. Das steht definitiv fest. Und ich denke, ich werde die Story auch ein bisschen einbinden. Wie genau? Das wird sich zeigen, wie genau ich sie einbinden werde. Aber wer ein bisschen aufgepasst hat bei unserem Story-Let's Play, der wird schon festgestellt haben, dass sie eigentlich schon irgendwie ein bisschen eingebunden ist. Aber mehr verrate ich dazu jetzt mal nicht. Ich beende jetzt die Folge. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur ganz kurz so ein bisschen über die Borscher See informieren. Ich habe euch jetzt nicht alles gezeigt, das ist auch richtig. Map Viable Objects, glaube ich, hieß die Mod. Die ist raus. Man hat jetzt direkt den Hof. Finde ich ein bisschen schade, aber leider gibt es nichts anderes, wahrscheinlich, was eine Alternative zu diesem Dings ist, bis man sich vielleicht dazu entschieden hat, sich doch zu einigen. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Dafür kann das FSM-Team nichts. Auf keinen Fall könnt ihr was dafür. Das ist der Mod-Entwickler halt von dieser anderen Mod. Sehr, sehr schade. Finde ich wirklich schade. So, das Erste, was man hier tun muss, ist eben in den Wald gehen und erst einmal Holz fällen. Finde ich sehr genial. Finde ich gut gemacht. Denn ohne Holz läuft auf dieser Karte nichts. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und schaut unbedingt mal beim FSM-Team vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auch die ganzen Mods und so weiter. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Knight. Ciao.